geht, meine Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder von der Oberschwaben im Let's Test. Und wir haben in der letzten Folge mehr oder minder gut Hackschnitzel geholt, die wir hier im Sieversdorfer drin haben. Ich habe mir jetzt überlegt, dass wir die eventuell hier mal an die Seite reinkippen. Ich habe hier keine Tipp-Colli oder Colli an sich drin, also schon, ne, dass man nicht durchlaufen kann. Deswegen wollen wir das so ein bisschen mittig reinschmeißen. Ich vermute mal, es backt durch. Aber das wäre vielleicht eine Idee, dann dort einfach so eine Colli-Wand noch reinzubauen. Machen wir einfach. Wir gucken bloß Abkippseite links, das sollte passen. Dann fahren wir nämlich jetzt einfach ganz so weit es geht rüber, damit wir da ein bisschen Platz kriegen. In der Hoffnung, das habe ich mir fast schon gedacht. Also ich könnte auf jeden Fall noch näher rangehen. Ich werde wahrscheinlich nicht alles reinkriegen. Ja, wird eng. Gut. Also wir haben alles reingebracht und dann habe ich mir überlegt, ob wir hier eventuell so ein kleiner... einen kleinen Weg noch hin machen, wo wir dann sozusagen hier hinten hochfahren können. Jawohl, da würde es ja beim Nachbar hier direkt durch der Gatter fahren. Ich würde sagen, dann machen wir es in der anderen Richtung. Da kommen wir da bei der Hofheizung wieder raus, weil so würde es ja hier komplett bei ihm über den Garten fahren. Jawohl, außen rum, unten so ein richtig schönes Beet noch hin. Probieren wir mal was. Gut, der nächste Schritt wird sein, unsere Viecher bauen irgendwas, wo sie drauf kacken können. Und ihr wisst, was das bedeutet. Wir brauchen Stroh. So, den packen wir so lange hierher. Nee, den können wir dran lassen, den werden wir brauchen. Machen wir gleich im nächsten Test. Den haben wir schon mal gemacht. Wer sich noch erinnern kann. Denn ich habe hier für die Consoleros, weil für die ist es eigentlich am wichtigsten, wir PC-Spiele haben ja Curseplay, wir haben Autodrive. Ich habe AI-Splines verbaut, so dass ihr rein theoretisch eure Fahrzeuge überall hinschicken könnt, wo ihr wollt. Und das sollte eigentlich funktionieren. Bedeutet, wir gehen mal hierher, machen die Türe zu. Und dann könnt ihr ja hier rein und sagen, Job erstellen. Freie Fahrt. Und zwar wollen wir irgendwo da oben hin. Das wäre unser Ziel. Job starten. Viel Erfolg. Ich hoffe, du packst es. So, denn ich habe da schon mal was vorbereitet. Ich habe das Feld gekauft und wir haben hier in unserem auf unseren sag's mir, auf unseren Feldern haben wir hier draußen einen Unterstand, wo ich meinen Drescher drin habe. Einmal den hier und den hier, denn wir haben hier noch den Schneidwerkswagen dazu. Das ist ein Unterstand, den könnt ihr kaufen. Gibt es verschiedene auf der Karte, wo ihr über das Farmland kaufen könnt und dann erst benutzen. Genauso seht ihr hier drüben, haben wir noch eine Weide direkt angebunden. Könnt ihr auch übers Farmland kaufen. So, also, dann gehen wir mal mit ihm los. Wie ich da halt jedes Mal hindrehen gucken will, ne?
Also, du kannst mich sagen, was du willst, aber da siehst du einfach nichts. Das ist doch alles nur gut dünken. So. Schauen wir mal, vielleicht so. War nicht verkehrt, bloß halt 20 Meter zu kurz. Meter noch. Gar nicht so verkehrt. Gut, also, dann machen wir uns auf den Weg. Wo habe ich die Randale-Leuchte? Ich glaube, die habe ich hier drauf. Okay, ich muss auf jeden Fall gucken. Der hat einen Windekreis wie ein Welpmeister. So, lass mich mal überlegen. Ich habe dort eigentlich auch einen Weg. PDA seht ihr. Ich habe die Hauptstraße, das ist die B30, gelb markiert. Fest befahrene Straßen sind blau, also Teerstraßen. Und die grauen sind Feldwege. Das hier ist so eine Nebenstraße, aber auch befestigt. So, hier ist unser Ding. Oh, guck mal, er ist schon angekommen. Läuft. AI Spline funktioniert. Wir können jetzt hier durch den Wald und dann hier rüber und dann hoch. Dann seht ihr da auch mal was von der Karte, zumindest für diejenigen, die neu auf meinem Channel sind. Wenn es euch gefällt, das Abo-Le kostet bei mir nichts. Würde mich immer freuen, wenn du mir da eins reinwirkt, sozusagen. So, gemütliche 25 km/h. Ja, also bisher Status Quo. Ich glaube, ich bin jetzt irgendwo in der 7. Folge. So rund 1,5 Stunden sind wir jetzt hier auf der Karte unterwegs. Den einen oder anderen Fehler konnten wir schon mal ausbügeln. Für das testen wir es ja, das Ganze. Aber jetzt nichts, wo ich sage, boah, da komme ich in Schwitzen. Keine Ahnung, was ich da machen kann. Das passt soweit. Das ist in Ordnung. Ich muss noch die Geschichte Hof 1, den großen Hof muss ich noch fertig gestalten und was ich aber am Hof Eberhard, den wir ja bespielen gerade, noch einstellen muss, sind die Füllkapazitäten der Fütterung, denn wir haben ja, wie schon öfters erwähnt, nur zwischen 10 und 15 Tiere, da brauchen sie ja kein Lager, kein Futterlager zum Beispiel von 100.000 Liter. Das ist ein bisschen schwierig für mich einzuschätzen, wie viel ich da reinmachen soll, wie viel sind zu viel, wie zu wenig. Na, du willst, na klar, bei 15 Tieren, jetzt gehen wir mal davon aus, da wären 100.000 Liter drin und du packst 1.000 Liter rein. Den Tieren an sich würde es reichen, Beispiel, 10 Tage lang. Aber dein Ding ist halt trotzdem rot, als wäre es leer. Das will ich, na klar, vermeiden, aber ich habe auch keinen Anhaltspunkt, wie viel da in Ordnung ist und wie viel nicht. So, kleiner Waldweg hier durch. Und da oben kommt dann schon unsere Wiese bzw. unser Feld. Ich habe natürlich nicht nachgeschaut, ob es erntereif ist. Ein Fehler muss immer passieren. September wird schon erntereif sein, oder? So, ab nach oben. Und dann kommen wir schon an die Waldlichtung. Ansonsten sind wir auf jeden Fall schon mal gut vorbereitet. Es ist natürlich nicht erntereif. Spannung steigt? Nein. Es ist noch nicht mal annähernd. Ja, moin. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall... Es tut mir leid.
Irgendwas vergesse ich halt doch immer. Dann muss ich mir eine Alternative suchen. Ich will hier nicht mit EasyDev irgendwas reinknüppeln, denn nicht, dass ich dann nachher Probleme habe. Aber ich gucke gleich nach einer Lösung. Wir sind ja relativ flexibel hier in dem Let's Test. Ist ja kein Problem. Wichtig ist ja nur, dass ich eins nach dem anderen abfahre, sozusagen. Einen Haken hinmache, ist gecheckt, ist nicht gecheckt. Dann gehen wir kurz rüber zum Fahrzeughändler. Da muss ich den Spawnplatz zum Beispiel noch testen. Wir werden uns ein bisschen Schweinefutter und ein bisschen Hühnerfutter holen, sodass wir die Schweine und die Hühner füttern können. Dann sehen wir das auch. Dann haben wir da schon mal zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe gehofft, jetzt kurz in den nächsten Tag reinzuspulen, bringt irgendwo die Lösung. Ist nicht. Dauert also noch. Ist nicht so tragisch. Wir sind hier nicht in unserem Realismus-Selbstversuch, sondern hier geht es explizit darum, die Karte so schnell wie möglich zu testen. Und ich glaube, da geht ihr auf jeden Fall d'accord mit mir. Wir fahren jetzt runter wieder die Steig, wo wir hochgefahren sind vorhin, gehen rechts rüber zum Fahrzeughändler. Der liegt so ein bisschen am Map-Rand. Geradeaus hoch, da gibt es einen Bauplatz für diejenigen, die irgendwie bauen möchten. So. Kommt nichts. Ab auf B30. Auch noch mal so einen kleinen Unterstand. Ich glaube, den könnt ihr auch so benutzen. Das ist, glaube ich, ein offener Unterstand. Da müsst ihr jetzt nicht zwangsläufig das Farmland kaufen. Aber überall, wo eine Türe dran ist, müsst ihr das Farmland kaufen. Wir haben im Stream getestet mit den platzierten Fahrzeugen. Ich würde nämlich gerne hier am Fahrzeughändler einen Teleskoplader platzieren und beim Agrarservice habe ich nicht hinbekommen. Mein Plan ist eigentlich so, dass den jeder benutzen kann und auch reintappen kann oder wie auch immer. Er darf aber nicht verkaufbar sein, nicht im Shop sichtbar und es geht nicht. Also grundlegend ja, aber mit der Funktion hinten beim Agrar Handel, dass ich dort aufladen kann, das ging nicht. Da hat er mich einfach nicht gelassen. Sobald ich da nicht Farm ID 1 war, hat er gesagt, nö, ist nicht. So, die Bordwand ist relativ hoch, das ist mir klar. Sollte aber dennoch funktionieren. Apropos funktionieren, der Händler hat eigentlich noch nicht offen. Der macht um 9 Uhr auf. Können wir uns auch gleich angucken. Können wir auch hier wieder ein bisschen vorspulen. Von 9 bis 16 Uhr hat er offen. Jawohl, das funktioniert soweit. Und dann könntet ihr jetzt nämlich auch hier reinfahren. Wenn ihr das nicht bei euch am Hof machen wollt oder so, oder euch gerade was einfällt, dann könnt ihr rein theoretisch auch hier, ich weiß bloß nicht, wo ich den, hier, könnt ihr hier umkonfigurieren. Ja, alles möglich. Gut, haben wir getestet. Dann machen wir hier mal ganz kurz aus. Gut, also wir haben hier den Spawnplatz. Das heißt, wir wollen Big Bags nehmen. Wir brauchen einmal Hühnerfutter.
und Schweinefutter. Dann nehmen wir, glaube ich, mal zwei mit. Also ihr werdet sehen, da kriegen wir auf jeden Fall mehr rein. Weil, wie gesagt, die Kapazitäten da, na klar, noch nicht ideal eingestellt sind. So, ich brauche wieder eine zweite Ebene. Ich habe diesmal gleich den großen genommen, damit wir da nicht irgendwie in Bredouille kommen. Ist halt hier nicht ganz so gut, ne? Machen wir mal so. Verdammt. Ich hab schon gedacht, ja Mann, beide aufgehoben. Okay, dann nehmen wir halt nur einen. Wir haben ja am Hof auch den Teleskoplader, deswegen sollte das alles kein Problem sein. Es könnte halt sein, dass er den jetzt auslädt, ne? Oh, verdammte Axt! Es ist halt immer irgendwas, ne? Oh Mann, ey. Okay. Wir brauchen einen anderen Anhänger. Schon gesehen. Zum Glück haben wir Schweinefutter ausgeleert. So, rein theoretisch können wir ja jetzt das Hühnerfutter oben drauflegen. Da sollte nichts passieren. Guess I hope. Wenigstens läuft es. So. Ist da so viel drin? Nee. Die Entfernung, ne? Die Entfernungsgeschichte im LS. Oh oh. Nein, nein. Warum immer bei mir? Warum nur? Ich hoffe, ihr habt wenigstens ein bisschen was zu lachen. Wie kriegst du den jetzt wieder hoch, Minion? Du, du, du. 20 Minuten. Super, let's test. Also die Karte könnte sich etwas verzögern. Ein wenig.
Ich sehe den Ölfleck, ja, dass der ein bisschen schwebt. Keine Sorge. Und ihr so? Alles gut? Ja? Sehr schön. Ich bin kurz hier vorm Durchdrehen. Es geht nicht anders. Ich komme sonst nicht gut ran. So, jetzt aber bitte, rein mit dir. Die Leute haben noch was anderes zu tun heute, als das deppige Video jetzt hier anzugucken. So. Aber ich muss auch sagen, ich komme, ne, mit dem Manitou, mit dem Stapler, komme ich eindeutig besser zurecht. Jetzt hält mich der blöde Sack auch noch fest. Wenn es kommt, dann kommt es dicke. So, wir haben es geschafft, Freunde. So, ich fahre den bloß mal auf die Seite, weil wir werden irgendwann noch einen Auftrag annehmen, damit ich na klar auch testen kann, ob hier ein Auftrag vollständig spawnen kann. Das hier muss auf jeden Fall ein bisschen runter. Da seht ihr hier diese Ölplane. Die muss noch am Muggersäckele weiter runter. Gut, Freunde, ich würde aber sagen, ich halte euch jetzt nicht länger auf. Ich fahre die Geschichte hoch und dann seht ihr im nächsten Video die Fütterung. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es tut mir leid, dass es jetzt so chaotisch geendet hat. Ich gelobe Besserung für die nächste Folge. In dem Sinn wünsche ich euch saumäßig kurzes Wochenende, wenn es soweit ist. Lasst es euch gut gehen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder von der Oberschwaben. Ich mach's Loch gleich zu. Schönes Wochenende, pfiat's euch und ciao.